Schergensaga for Life. Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Team steht fest, was ich jetzt hier gegen dieses Team des Gegners machen möchte. Ich hoffe echt, ich werde hier nicht verarscht. Ja, von irgendwie, oh, das sieht aber schwer nach Flugeinheiten aus. Und am Ende sind das irgendwie immer bloß pro Mission 2 Stück oder so. Und der Rest sind diese fetten Geisterklopper oder nur die Hammerbrüder, wisst ihr? Ja, da kann man halt nicht wissen vorher, aber egal. Dementsprechend würde ich dann natürlich bei einer Niederlage würde ich natürlich dementsprechend reagieren. Okay, doch, das ist gut. Hoffe ich mal. Och, er hat auf mit eurem Scheiß jetzt. Also, oh. Wie geil das aussieht. Guck mal, die ganzen AP sind voll. Anscheinend, glaube ich, wir können sagen, dass ab Level 35 sind wohl die AP voll. So, und der geile Laser, Alter. Und so, okay, das sieht aber gut aus. Naja, jedenfalls der erste Kampf, ne? Ja, ich trau dem Braten nicht. Man weiß halt echt nicht, was jetzt kommt. Jetzt kommt jetzt überhaupt nur Bodentypen oder sowas. Dann bin ich ja richtig am Arsch. Ach, mal gucken. Ich hab halt meine Flieger. Was machst du jetzt? Moral erhöhen oder was? Verdammt, ey. Na gut, okay. Komm schon. Meine Geister sind im Vorteil irgendwie. Ups, hey. Okay, Achtung. Boah, Volltreffer. Oh, Mann. Das ist jetzt auch immer Verstärkung rufen, die jetzt richtig auf den Sack. Aber es geht. Das sieht doch gut. Ah, was denn? Vor allem, wenn er als Verstärkung halt echt Fliegen holt, ist er ja richtig genatzt. Und ja, zeig uns den Laser! Keine Ahnung, wie das geht, dass so ein Geist irgendwie einfach so einen Laser machen kann. Sehr schön. Ah, bisher sieht's gut aus, nur dass man. Oh, Alter, kriege ich viele Einheiten dazu, wenn ich das hier schaffen sollte. Okay, es sieht immer noch gut aus an sich, ja. Wisst ihr was, ich könnte ja mal. Oder mache ich Ansporn? Oh, du Scheiße, vor ihr die Omega kriegt. Ich mal Ohr anspornen. Ist ja vorletztes Level hier. Und wenn man die ganzen Fernangreifer rumspecialen, wird das geil, denke ich mal. Okay, was macht er jetzt? Oh, Alter, das macht Damage, ey. Okay, du machst ja eh so nur so einen Scheiß hier, dann machst du kein Problem hier. Alter, wie alle wegfliegen, ey. Okay. Oh, oh. Nee. Seinen Laser darf ich nicht durchgehen lassen. Weil er übers ganze Feld sah, rast. Das ist nicht so gut. Okay, sieht aber gut aus. Tja, jetzt hast du ja nur jeden Schützen was entgegenzubieten. Hast du nicht. Boom, boom. Der Spiky, der ist auch cool. Muss ja halt echt mega langsam, aber... ist trotzdem nice. So, dann kann ich jetzt noch dreimal abblocken. Nachdem ich Ansporn mache. Ohne Scheiß. Ansporn und Vereitelung, das mehr brauchst du echt nicht. Das ist echt das Beste. Okay, das sieht aber auch sehr, sehr gut aus. Sollten wir schaffen. So. Haha. Ach, der kann sowas auch, ja? Ist ja auch nett, der olle Sack. So. Fürchtet die Schermoral, Leute! Ausrasten, man soll richtig. Wir rasten komplett aus. Wir nehmen uns wichtig. Oh Gott. Yeah, zeig dich! Keine Chance, Leute. Leute, ihr habt keine Chance. Mach dich ja was gefahren. Ey, das ist fies. Oh, Moral erhöhen. Das ist nicht so toll. Na komm, wir sind da weit weg hier alle. So, letztes Mal abgeblockt. Ich habe noch genug da, die ohne alle voll sind. Ja, verdammt, ey. Der Dicke da macht natürlich jetzt Stress. Ne, aber... ich vertraue meinem Goomba, der im Endeffekt hoffentlich... der im Endeffekt hoffentlich das rockt und... Kamek kriegt ja auch schon auf die Mütze. Spiky, nein! Oh, oh, ne. Okay, na, ey! Wie einfach alles abblockt. Okay, doch nicht trap. Ey, damit ich einfach dreimal hintereinander gespecialt habe. Tja, Leute, ihr habt verloren. Das gibt jetzt dick Einheiten dazu. Vielleicht ja auch Kamek, ne? Wir haben ja keinen blauen. Ne, okay. Ach, war das cool. So, oh, was denn jetzt? Was los? Ludwig? Kuperling Ludwig? Stimmt etwas nicht? Berufe die anderen Kuperlinge ein. Oh, oh. Alle. Und zwar sofort. Alter, es kommt echt... irgendeine Aktion wird kommen, was echt erklärt, dass die Kuperlinge alle für Bowser Miller arbeiten. Da bin ich sehr gespannt. Was? Na gut. Und ich frage mich halt echt, ob das gut ausgeht für unseren Goomba.
Oh oh. Ich will nichts beschönigen. Du wirst uns alle sieben bekämpfen. Wieso? Aber, alle sieben Koopalinge, warum denn das? Weil ich es sage. Du hast doch selbst gesagt, dass Bowser deine Loyalität genießt. Ja, und ich will deine Schergenmoral auf die Probe stellen. Gegen alle? Das geht mir jetzt zu schnell. Ich bin gar nicht vorbereitet. Dachte ich's mir. Nur die Koopalinge haben euch so weit gebracht. Mit deiner Loyalität und deinem Talent hat es nichts zu tun. Alter, what? Ich verstehe schon. Ich soll mich ein für alle Mal beweisen, ja? Oh oh. Also gut, ich mach's. Ich bin bereit. Boah, Schluss mit dem Gerede. Der Kampf beginnt jetzt. Oh, ist das heftig, Mann. Alter, ich hab ein bisschen Angst. Toll. Na gut, aber okay. Oh, Paracube Level 30 oder mal so einen dicken Boxhold. Okay, da gibt's echt nochmal... Oha. Alter, Level... Oh, der Scherge gegen Koopalinge. Ja, würde ich auch einfach versuchen, die zu überrennen. Ganz im Ernst, ne? Dass nur ein Kampf ist? Ja, aber ganz ehrlich, da bin ich auch gut vorbereitet gegen. So, hier werde ich auch mal jetzt... Ich muss halt jetzt gucken, ne? Ob das hier jetzt alles so gut klappt, wie ich es hoffe. So. Ich habe ja an sich noch ein paar Boxholde dazu bekommen. Das ist ja nicht mal so schlecht hier. So ein Level 30er Typ, ne? So, und dann halt vielleicht noch hier den auch noch hin. Und, den Bomben. Der ist so gemein, kann ich einfach nicht mitnehmen. Ja, was anderes lohnt sich da nicht. Noch den Verkäfer-Verteidigungstyp hier. So. Okay, sieht noch irgendwie was aus, wie schnell mal ein Level-Up oder sowas holen. Dum bam. Bei dem 30er hier? Nee, der ist noch komplett. Okay. Ach ja. Also, die sind Level 32, der ist noch hier Level 31. Ich probiere es natürlich erstmal hier, ja. Der letzte Golpi. Ich habe da keinen Bock drauf. Der verarscht mich doch wieder. Aber gut, Angriff ist 5% erhöht und KP ist 5% erhöht, weil wir nur ein reines Stürmerteam haben. Oh Gott, oh, noch so viel, ey. Na, mal gucken. Wir gucken mal. Abgeblockt. Aber dafür habe ich ja echt starke dabei, ey. Oh Gott, und die machen ganz halt nur Specials. Okay, muss ich ihn erstmal durchgehen lassen. Ich darf ihn nicht in der ersten Mission da alle verballern. Jetzt schon wieder. Oh oh. Na klar. Na ja, natürlich. Man ist so, wie ist das hier alle so schummeln? Ist ja natürlich auch so die Meinung, dass die das einfach unendlich aufmachen können. Trotzdem keine Chance. Oh, Bodycheck. Und ich vertraue halt echt meinem Goomba, der im Hintergrund immer das letzte Ass im Ärmel denn ist. Der hält einfach zu viel aus. So, gewonnen. Alle AP werden wieder aufgefüllt. Sehr nice. Hoffentlich wird das hier Gunman. Oh mein Gott, was ist denn hier mit den Bomben los? Okay, Bomben. Ich glaube, die haben einfach als Special, dass die einfach explodieren, glaube ich. Aua, was? Die Hammerbrüder sind ouch? Gegen wen? Gegen wen sind die Hammerbrüder ouch? So, jetzt ehrlich, ich habe keine Lust, dass die Bomben explodieren. Ich glaube, mit ihrem Special sind die Bomben, glaube ich, auch weg. Dann ähnlich wie die Bomben-Bus. Wenn die explodieren. Aber da will ich es echt nicht ankommen. Okay, mach's jetzt einfach mal. Okay, zu spät. Oh, Alter. Okay, die sind dann wirklich weg. So, alles klar. Wieder super gemacht. Oh, ich krieg sogar eine Bombe ins Team. Die habe ich noch gar nicht. Oh, Mann. Okay. Ich hoffe, ich lasse einfach wieder alles beim Vereiteln. So, die sind ja jetzt echt nicht so die Gefahr. Jetzt schon wieder. Verteidigung bei allen? Ja. Na gut, okay, komm schon, Leute, ihr müsst die schnell wegballern. Okay, wenn ihr ihre Verteidigung erhöht, ist mir egal. Dann lasse ich ihn durchgehen, ich habe von den Bomben Angst. Okay, ist mir egal. So, alle Bomben sind weg, sehr schön. Okay. Bam. Ja, Bodycheck! Nö. So. Okay. Ist auch super gelaufen. Jetzt kommt halt dieser verdammte Goldbeanie kommt jetzt. Und jetzt pass auf. Ey, wehe. Alter, ich warne ihn. Wehe, der nur, hat nur Bomben um sich rum, wisst ihr, und macht die ganze Zeit Special. Ich werde sofort Ansporn raushauen und dann den Rest halt alles vereiteln. Ey, verdammt. Der soll mir nicht auf den Sack gehen, ey. Ich bin gespannt. Okay, er macht dann diesmal gar nichts. Ich darf sogar echt zuerst Moral machen. Bam, bam. So, erstmal die euren Bomben wegmachen. Verteidigung und Swap. Komm schon, Leute. Oh, oh, was kommt jetzt? Jetzt kommt's. Oh, alle Damage wieder. Oh ja, natürlich.
Das, was jetzt natürlich am richtig negativsten ist, darüber im Special ist, aber egal. Yeah. Abgeblockt. Yeah, Verteidigungsboost, Mann. Okay. Ja, okay. Und jetzt kommt. Was kommt jetzt? Oh, was denn jetzt? Ach, na gut, okay. Aber er hat nicht mehr, so viele gehabt. Ist okay, alles klar. Zum Glück sind schon einige weg. Die weg sind, werden ja nicht mehr geheilt, ne? Feiße kleiner Bini. Du darfst nicht. Mann, jetzt hau doch mal den weg hier. Okay. Oh Gott, es bleibt echt beim Goomba hängen. Es bleibt wieder beim Goomba hängen. Es bleibt beim Goomba hängen. Und der wird dann nur special, der olle kleine Penner. Mann. Okay, ich glaube, den würde ich jetzt echt aufheben. Ich muss das mir alles aufheben. Wenn er jetzt nochmal ein Special macht, darf ich den nicht abblocken. Außer er macht es halt bei mir. Das ist ja klar. Oh, guck mal, wie oft er angreifen darf. Alter, wie oft er einfach angreift. So. Komm schon. Aua. Ja. Okay, sehr gut. Ich hatte echt Schiss. Das eine Mal hat mich traumatisiert. Das eine Mal, das eine Erlebnis. Was eigentlich so, was öfter passiert ist, dass sie einfach die ganze Zeit den Scheißgrische machen. Aber jetzt haben wir eine Bombe im Team. Bomben. Boah, voll nice. So, schöne Level-Ups hier. Käfer Level 31 und Bob-Omb. Yeah, explosive Trefferwirkung. Man muss aufpassen vor dieser Stürmereinheit, nicht in die Luft zu gehen. Ja, ich weiß bloß nicht, ob die so gut sind, weil die sind halt echt dann weg, ne? So, und ganz ehrlich, hier würde ich auch wieder ein reines Stürmer-Team nehmen. Ganz im Ernst. Aber ich gucke nochmal schnell, ob ich noch irgendwie was befördern kann. Klar, hier, pass mal auf, wir kriegen noch was hin. Wer hat denn hier noch ein bisschen, wer ist denn hier noch ein bisschen bedürftig? Verdammt, die sind alle zu krass. Die sind alle... Oh Mann. Level 36, voll übertrieben. So, was mache ich denn da jetzt? Naja, würde ich jetzt schon halt gerne bei denen bleiben, die, ne? Ah, die sind alle zu teuer. Leider alles auch sehr, sehr teuer hier. Mache ich den einfach auf Level 33? Ich weiß nicht. Dann machen wir mal die Akte. Hat es vor allem auf mechanische Gegner abgesehen. Okay, da ist seine Stärke drin, ne? Nein, gegen die Cooperlinge ist ja jetzt eh erstmal egal. Wen gebe ich jetzt diese Stürmer-Erfahrungsdinger? Oder warte, habe ich nicht noch irgendwie... Was ist das hier? Ja, 4x2000er hätte er auch noch. Mach ich einmal hier so und dann kriegt er noch eine 3000er. So, der kriegt ja noch eine 3000er. Und wie viel 3000 habe ich nochmal? Wie viel Bohnen davon? Ach, doch, 3. Okay, also. Level up für dich. Einfach mal so. Dann halt... genau, hier Level up für dich. So, und einen krieg halt jetzt noch hin. Einen davon. Mach ich einfach dich. So. Und dann halt noch mit der anderen Dings, dass er 2000 einfach kriegt. Ein bisschen fies, ne? Aber okay. So. So, das sieht doch gut aus. Hoffe ich mal, dass es gut aussieht. Ja, Level 31, alle wieder die Bombe mitnehmen. Nee, die Bombe nimmt nicht mit. Okay. So, reines Team wieder, weil wir jetzt auch hauptsächlich im Vorteil sein sollten. Probieren wir es aus, dann gucken wir, ob wir das noch schaffen. Beweisen wir uns einfach. Wir müssen uns einfach beweisen, Alter. Ausrasten. Erstmal Story. Oh Mann, ich hab so einen Schiss, ey. Oh Mann, der ist schon mal auf uns gefasst, Mann! Ja, Kyle! Du weißt hoffentlich, dass ich dich die ganze Zeit mit Samthandschuhen angefasst habe. Natürlich. Genau geredet. Zeig, was du drauf hast, kleiner Goomba. Okay, geht klar, ich bin ready. Showtime. Oh oh. Ey, wir sollten eigentlich sowas von einem Vorteil sein. Wir sollten sowas von einem Vorteil. Ey, wie die einfach schummeln! Wie die einfach doch noch andere Einheiten haben! Oh Mann, ey, die haben doch noch andere Einheiten. Gibt's doch nicht. Alter, die mechanischen Gegner. Ich habe aber zwei so eine Kloppies dabei. Ich habe zwei Klopper dabei. Also zwei Boxholde. Die sind ja natürlich echt so kacke. Die sind ja extrem gut gegen mechanische Gegner. Oh Gott, ey. Ah, so klar, ey. Das ist jetzt aber auch gemein. Hier wird nicht angezeigt, was die für Einheiten haben. Woher sollt ihr wissen, dass die jetzt kommt? Jetzt kommt ein reines Fliegerteam. Pass auf, was soll ich denn machen? Wäre unfair, der wäre so unfair. Oh Mann, ey, ein roter Karmic auch noch. Oh Gott, mach dich ja was gefasst hier! Ach, klasse, ey. Die mechanischen, aber ich habe halt ein paar Boxhäule habe ich halt dabei, ne? Sie werden ja nicht. Okay, jetzt reicht's aber. Na verdammt, ey. Oh Gott, was macht der jetzt hier für ein Special? Angriff erhöht, ist klar. So.
Oh, weia, ey. Oh, oh. Kommt schon, Leute. Ja. Okay, die Boxholder machen echt was her, Alter. Die sind cool. Zum Glück habe ich da zwei von reingenommen. Natürlich sind meine... Ja, die Chucks halten aber auch an sich immer genug aus. Ist schwierig jetzt. Ist schwierig. Ich muss gucken. Einfach, oh, die haben nur so eine Scheißviecher dabei, ey. Mann. Die haben echt nur so eine Waschlappen dabei. Aber meine Boxholde, die sind dafür sehr, sehr nice. So, was macht er jetzt hier? Der war durch. Aua. Zeig dich. Nein, nicht noch mehr. Aber wie die Boxholde einfach durchbrechen, ey. Die sind ja schon wieder beim Kommandanten des Gegners. Oh, weia, ey. Okay, jetzt ist mein Kommandant aber auch leider am Arsch. Komm, Boxholde, bitte, ihr müsst durchhalten. Ihr müsst einfach ausrasten. Oh, die Boxholde flippen richtig aus. Boxholde, los. Noch ein paar Schläge nur, bitte. Ja, komm schon. Okay, den schafft er. Der hat noch volle Energie. Den schafft er. Jetzt nicht mehr. Was? Okay, Alter, ich wollte schon sagen. Der Boxholde, ein Trefferpflaster. Noch ein Treffer, zweites Pflaster. Was? Okay. Oh, wir kriegen ja so einen Typen denn mal ins Team. So, okay, wenn ich das schaffe, dann bin ich echt zuversichtlich. Mach dich ja was gefasst, weil dann sind sie. Warte, bist du doch denn irgendwie jetzt. Wo sind denn hier die Kupperlinge, Mann? Ich werde ja nur verarscht, glaube ich, ey. Das gibt's einfach nicht. Ich werde ja nur verarscht. Mann! Meine ganzen AP-Punkte, du darfst einfach nicht gewinnen, Mann! Oh, weia. Ach, jetzt. Oh, was hat er auch seinen scheiß Schutzschild da oben? Ist klar, ey. Aber okay. Na, das ist okay, ne? Wir gucken mal. Ach. Ach, okay. So, sein Schutzschild ist weg. Aber was ist er? Er ist ja ein Flieger, ne? Natürlich ist er. Oh. Ey, wenn es jetzt daran scheitert, ne? An den kleinen Penner da. Das schafft doch der Goomba wohl. Komm, Goomba ist mega OP, Alter. Der ist hat den höchsten Level. Ich wollte schon sagen, Alter. Komm, das schafft er nicht. Und. Zack, alles klar. Puh. So, komm schon, jetzt müssen es aber einfach alle Kupperlinge sein, was ist sonst los hier? Und die haben keine Chance. Gut, die haben keine Chance. Sollten sie eigentlich nicht haben. Weil das sind ich habe ein reines Stürmerteam, Alter. Jetzt zeige ich, wer das Sagen hat hier. So, wir haben ein reines Stürmerteam. Für die Scherenmoral. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt's. Einsatz machen sofort. Oh, weia. Oha, abgeblockt. Feierst du, Lemmy? Oh oh, Tram, tschüss, moin. Alter, das ist immer Kamikawat, Mann. Au, jeden. So, zum Glück haben wir durchhalten. Mach dich platt, Steinblock. Was, Steinblock? Ich bin eigentlich gesprungen. Steinblock. Hm. Ich werde hier nur verarscht, Alter. Das kann nicht wahr sein. Oh Gott, ey. So. Das wäre auch lustig. So wie Ludwig es wollte, Alter. Goomba gegen Ludwig. Und sagt Tschüss. Doch noch nicht. Verdammt. Okay, jetzt aber ist das verloren. Du hast verloren, Mann. Bam. Yeah. Okay. Ey, da möchte man echt eventuell meinen, man hat sich... Also mein Team ist ein bisschen überlevelt, ne? Aber, nee. Also ich dachte, der Stunts bestimmt nicht mit gleichem Level. Das wäre viel zu hart gewesen. So war es noch einigermaßen okay. Einigermaßen spannend. Wie kann das nur sein? Das kann gar nicht sein. Wir verloren, wir, die großen Kupperlinge. Wie lächerlich wir dastehen. Ja, Ludwig, dabei hast du dich doch so ins Zeug gelegt, Mann. Halt deinen Mund, bevor ich mich auch noch mit dir anlege. Kommt jetzt wieder zurück, oder? Seufz. Nun nützt ja nichts. Ich gebe zu, du hast es echt drauf. Deine Schergenmoral ist exorbitant. Ich weiß. Meinst du das im Ernst? Ha, 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 ha. Okay, Leute. Aber was kommt denn jetzt? Sind die jetzt irgendwie... Vorsicht, komm mal! Nicht, dass ihr der Kamm schwillt, Mann! Der Kamm? Nein, nein. Mit Haarpflege habe ich es eh nicht so. Du bist einen Schritt weiter. Allerdings ist es noch nicht vorbei hier. Komm mal. Kommandant, komm mal. Gute Arbeit. Oh. Sir, danke, Sir. Und schon macht er seine Pulp-Führungsqualitäten zunichte. Bemühe dich doch bitte, den Anführer länger als 5 Minuten zu spielen, Mann. Sir, jawohl, Sir, ich gebe alles, Sir. Goomba-Trop, Abmarsch. Boah. Alle wieder dabei.
aber... Sag, dass das gerade alles nicht passiert ist. Du hältst den Goomba echt für eine große Nummer, stimmt's? Ja, mach dich nicht lächerlich. Der erledigt nur die Drecksarbeit, bis Bowser zurück ist. Huhuhu, du Schlingel, du. Okay, Leute, das hätten wir. Boah, der Mann, ey, das war so krass. Okay, und wir haben einen Robo-Koopa. Kleiner Korpus mit hoher Manövrierfähigkeit. Seine Aggressivität gegenüber Football-Chucks ist legendär. Okay, deswegen. Also, und seine Schwäche gegen Boxholder auch. Okay. So, Leute, haben wir jetzt alle wieder im Team? Oh, oh. Oh, oh. Finale! Alter! Und dann gibt's aber noch zwei andere Missionen. Alter, Level 34. Okay, Leute, da werde ich echt bis zum nächsten Part trainieren müssen. Aber ich bin echt gespannt, was denn passiert. Ne, wir sind jetzt alle Koopalinge, die sind doch wieder bei mir, oder? Im Team? Dem, 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 dem. Alle wieder da, Leute? Ja, alle wieder da. Ich bin da. Okay, gut. Boah, den habe ich hier, den würde ich gerne mitnehmen. Okay, Leute, ich muss trainieren. Definitiv. Am liebsten würde ich halt echt, dass meine ganze Truppe Level 35 ist, wenn das hier so hart ist. Und hier ist auch eine gute Mischung bestimmt wieder gefragt. Ach, herrje, ey. Dedebam. Gegen Krankfried, den euren Lappen. Na gut. Na gut, Leute, ich werde mir zum nächsten Mal mir Gedanken machen. Auf jeden Fall vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal also Finale, aber wir gucken uns natürlich noch alle anderen Missionen an. Und genau, wäre vielleicht unheimlich, dass ich jetzt echt einfach mich einfach bis Level 35 trainiere, meinen Trupp oder vielleicht sogar noch heftiger, ja. Damit wir auch gleich im Anschluss halt diese ganzen hier Finale nach Shy Guy Art, Finale nach Goomba Art, dass wir das alles machen können, ne. Ohne da großartig noch zu stolpern oder zu hadern. Weil wir wollen ja mit Mario und Luigi auch noch weitermachen, oder? Also Leute, bis zum nächsten Part. Tschüss, Mann.